Advent, Advent, das zweite Lichtlein brennt. Im Winterdorf Bad Schallerbach genießt man auch an diesem Adventwochenende die Vorweihnachtszeit bei Glühwein, Punsch und guter Stimmung. Heuer sehr gut besucht. Ich meine, die letzte Woche hat natürlich der Schnee, der Stimmung natürlich nur einen draufgesetzt. Jetzt haben wir genau einen Monat offen heuer, das Winterdorf, und wir sind sehr zufrieden mit dem Besuch. Wir haben ja diesmal von Donnerstag bis Sonntag immer offen und jetzt Wochenende ein Highlight für die Kids, und ich glaube, es läuft wirklich super. Wir können uns nicht beschweren und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir wieder zum Winterdorf kommen und so viele Leute begrüßen können. Viele Programmpunkte versüßen hier groß und auch klein die Wartezeit aufs Christkind. So ist auch der Besuch vom Nikolaus ein Fixpunkt im Winterdorf. Da strahlen die Kinderaugen. Unbeschreiblich. Nein, das ist jetzt mal wieder bei jedem Kind, jedes Mal neu. Immer schön. Gedichte hören wir ab und zu, kriegt man Zeichnung, das ist immer wieder super. Der Nikolaus und der Krampus, sage ich mal, das ist für die Kleinsten, das ist ganz eine nette Geschichte, da kriegen sie alle ein bisschen ein Guzzi, und da ist es auch noch ein bisschen hell, das passt auch ganz gut zusammen, und wenn es dann finster wird, kommen eben die Berchten. Und die bereiten sich schon auf ihren großen Auftritt vor. Bei den Besuchern steigt unterdessen die Anspannung. Eine Mischung aus Vorfreude und Angst, vor allem bei den Kleinsten. Aber wir gehen auf die Kinder zu. Wenn wir Weihnachtskind sehen, da probierst du das mal hindeuten, mal vorsichtig zubegehen. Ist uns auch sehr wichtig, dass wir die Kinder die Angst nehmen. Schließlich treiben sie nicht nur ihr Unwesen, sondern vor allem die bösen Geister aus. Und dann war es endlich soweit. Am Anfang hat man nicht so viel gesehen, weil alle so beieinander gestanden sind, aber dann sind sie umeinander gerannt und dann hat es gut gepasst. Sind sie zu jedem ein wenig zugekommen. Er hat sich nicht gefürcht. Die Bärchen waren recht lieb. Ein bisschen wild hat es schon ausgeschaut, aber es hat gut gepasst, ja. War ein sehr, sehr schönes Event. Weil es einfach Tradition ist im Advent, weil es einfach dazugehört. Und weil wir heuer ja mal super Wetter haben, oder? Mit dem Schnee. Wann haben wir das schon? Für die Kinder sicher spannend, ja. Als Erwachsener schaut man sich das halt auch immer wieder mal an, weil man es auch nicht alle Tage sieht und weil es dazugehört einfach. Weil es einfach mittlerweile Tradition schon ist und weil ich mich auch immer freue, wenn ich dann Leute sehe, die sich da einsetzen, dass das machen, dann dass da durchrennen. Also ich finde es auch super. Nach diesem Mega-Event geht es im Winterdorf schon in Kürze mit einem weiteren Programm-Highlight in die nächste Runde. Am 31.12. Silvester haben wir natürlich unsere Warm-Up-Party mit dem DJ und mit der mit der Zirch. Da gibt einmal Vollgas und abschließend um 20 Uhr ist dann nur eine Feuershow da am Eislaufplatz. Man darf also gespannt sein. Bis bald im Winterdorf Bad Schallerbach.